Hallo Leute, ich zeige euch mal einen absoluten Problemecken. Ja, und der befindet sich bei mir in der Küche. Ja, was sehen wir auf dieser Seite? Das Regal ist erstmal so das absolute Highlight. Das ist kein Scherz, genau so schräg, so dass es beinahe rumfällt, steht es hier, glaube ich, seit einem halben Jahr. Hier steht so dermaßen viel Scheißdreck rum und hier in diesem Metallregal, was eh schon beinahe rumkracht, kann man das einfach nicht gut einräumen. Das bedeutet, die heutige Aufgabe wird es sein, ein einfaches Möbel, werkstattgerecht, darf also nicht zu teuer werden und halt eben praktisch und schnell bauen zu können. Aber wir wollen trotzdem so ein bisschen Massivholz reinbringen. Das hier sind so die Anforderungen. Bleibt unbedingt am Video dran. Ich werde euch jede Menge Input über das komplette Projekt geben. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir werden heute für die Unterkonstruktion MDF, mitteldichte Faserplatte. Ihr seht mich gar nicht, ne? Wir ziehen uns jetzt als erstes mal hier eine Platte raus. Ich habe hier so ein Rollbrett, mit dem ich die Platte hinten in die Werkstatt schiebe. Aber das hier wird auch unbedingt noch ein Projekt, wo das hier ein gutes Stück vereinfachen wird. Ich glaube, da bin ich nämlich nicht der Einzige, der sich damit immer quält. Weil im Prinzip macht man die Platten da noch immer unnötig kaputt. Also erstmal was zum Ablauf. Was mache ich? Was hat sich so eigentlich in den letzten Projekten verändert? Was jetzt den Zuschnitt zum Beispiel viel geiler macht? Ich kann jetzt zunächst einmal meinen Zuschnittplan von der ersten Platte kann ich mir hier ganz entspannt drauflegen. Den Schiebestock brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und da können wir erstmal... Genau, fangen erstmal mit den vielen verschiedenen Teilen an. Das können wir uns hier einmal drauflegen und da kann ich mir zum Beispiel einmal markieren Zuschnitt 1 von 2, damit wir auch wissen, was für Platten wir hier bearbeiten. Direkt als Nebenansicht habe ich hier noch meinen Plan, damit ich weiß, okay, welche Teile, wenn ich mal nicht genau sicher bin, wo es halt eben drauf ankommt, was es halt eben ist. Das sehe ich direkt daneben. Also erstmal eine einfache Sache. Normalerweise länge ich meine Platte zunächst erstmal ganz gerne ab. Das funktioniert in diesem Fall nicht, weil mein Zeichenprogramm bzw. der Zuschnittplan das jetzt so ausgelegt hat, dass ich erstmal die große Platte längs in drei große Streifen zuschneiden muss. Das ist aber auch kein Problem. Ich kann dann einfach abziehen, okay, wo muss ich halt eben welche Maße schneiden. Und jetzt kommen wir halt eben zur Markierung. Da haben wir auch seit etwas längerem Produkt im Online-Shop. Nütze ich genau für solche Arbeiten maximal gerne. Einmal wirklich Schritt für Schritt. Wie gehe ich hier vor? Ihr seht, offensichtlich haben wir hier eine durchgängige und hier eine durchgängige. Das bedeutet, ich ziehe mir jetzt irgendwo ein Maß raus, diese 283, das ist grob zu verstehen und das markiere ich mir jetzt als erstes. Und da benutze ich auch keinen Anschlag, ich lege mir einfach meinen Zollstock hier drauf, 283, also 290. Das ist erstmal der erste Schnitt. Jetzt gehe ich direkt einmal weiter. Hier haben wir eine nächste Platte, 440, also sagen wir mal 450. Das wäre unser zweiter Schnitt. Und jetzt haben wir noch 650 über. 650 geht jetzt ganz genau auf. Das bedeutet, die Platte können wir jetzt zuerst mal zuschneiden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir markieren unsere Schnitte einfach grob auf dem Plattenmaterial. Danach richte ich diesen Strich einfach an meinem Formatschiebeschlitten aus. Der läuft ja direkt neben dem Sägeblatt. Und das reicht von der Genauigkeit, weil wir haben sowieso, oder ich habe eh bei jedem Stück umlaufend 2 cm Verschnitt. Das bedeutet, wenn es mal nicht ganz genau ist, spielt das keine Rolle. Der letzte Punkt, der das Ganze jetzt noch viel geiler macht im Zuschnitt, ist hier einfach die Spanhaube. Einfach, weil es sicherer zu arbeiten ist. Wir haben alle wesentlichen Sicherheitsvorteile jetzt gegeben und vor allen Dingen schneiden wir quasi staubfrei jetzt MDF zu. Und ist das nicht cool? Ich finde es cool. Wir schneiden es jetzt zu. Hier seht ihr jetzt mittlerweile den zweiten Teil des Grobzuschnitts und ich muss sagen, die Spanhaube funktioniert einfach perfekt. Es ist keinerlei Staub in der Luft. Normalerweise hat hier über immer so ein bisschen rumgelegen oder war halt eben in der Luft. Also das hat richtig gut funktioniert. Als nächstes können wir im Prinzip jetzt den Anschlag stellen. Das ist dann unsere parallele Seite, die wir damit schneiden. Und danach müssen wir das Teil nur noch ablenken. Ja, und das machen wir jetzt. Das heißt Grobzuschnitt und jetzt der genaue Zuschnitt. Na, was denkt ihr, wie lange hat das Projekt jetzt hinter mir auf der Werkbank gelegen? 3 Wochen knapp. 3 Wochen. In diesen 3 Wochen habe ich fast nur am PC gesessen. Ich bin beinahe irrigen. Nichtsdestotrotz, jetzt können wir weitermachen, aber aufgrund der Umstände habe ich noch eine klitzekleine Information von euch, oder für euch,
weil ich habe mit dem lieben Christopher von der Firma Holzprofi telefoniert. Ihr könnt euch sicherlich noch an diese Holzprofi Austria Brikettpresse erinnern. Die hat ja einige Zeit lang bei mir gestanden. Für euch als Hintergrundinformation, die hat leihweise bei mir gestanden, weil ich den Christopher gefragt habe, hey, kannst du mir die in die Werkstatt stellen? Ich würde das gerne ein bisschen ausprobieren, weil mich das Thema interessiert. Euch habe ich das Teil gezeigt, habe es in ein paar Projekten so ein bisschen verbessert, habe euch ein paar Hintergrundinfos gegeben. Weil wir jetzt die Werkstatt aber wieder ein bisschen umgeräumt haben, musste die Brikettpresse weichen, einfach, dass ich die Werkstatt noch ein bisschen besser aufteilen kann. Der Christopher hat mich gefragt, hey, wir haben neu gebaut, wir haben eine Hausmesse, kannst du das deinen Zuschauern mitteilen? Vielleicht haben die ja Lust vorbeizukommen. Dort müsste nämlich dann auch diese Holzprofi-Brikettpresse stehen, noch mit der Einschaltautomatik, die habe ich nämlich dran gelassen. Und mit dem großen grünen Spänebunker, das ist nämlich auch dran geblieben. Also, das Ganze findet an 3 Wochenenden statt. Heute, wo das Video rauskommt, ist tatsächlich eine Hausmesse. Ich habe das Video nicht fertig bekommen, weil ich im Büro gesessen habe. Aber ich schreibe euch mal die Informationen in die Videobeschreibung. Pöllau, Steiermark, Niederösterreich. Also wer aus der Gegend kommt, die haben eine Hausmesse. Für euch als klitzekleine Information. Wir verbinden jetzt erstmal die Teile, die wir eh erst am Schluss brauchen. Dann können die jetzt allerdings schon mal aushärten, damit wir sie dann währenddessen die anderen Teile aushärten, dann weiter bearbeiten können. So, einmal bündig ausrichten. Ich packe jetzt noch einen Winkel dran, weil die erste Verbindung, gerade wenn man das so zusammenschießt, ist am Anfang nicht so mega stabil. Einfach schnell 2 Einhandzwingen, das reicht vollkommen aus. Und genauso geht es auch jetzt wieder mit den Schubladen weiter. Die werde ich auch wieder mit dem Druckluftnagler einfach verbinden. So. Hier ist zu empfehlen, dass er den Leim auf die Stirnseiten aufgibt. Das reicht dann auch schon. Und da würde ich immer darauf achten, dass innen drin keine Markierungen sind. Denn die können wir später nicht mehr so gut wegschleifen. Dann positionieren wir das hier einigermaßen. Und jetzt achten wir erstmal darauf, dass das oben wirklich perfekt bündig ist. Und unten soll das einigermaßen bündig sein. Denn jetzt können wir das unten ausrichten und erreichen dann so eine sehr einfache Bündigkeit. Als nächstes kommen wir mal so ein bisschen zu den Systembohrungen. Wir haben ja einen Korpus, bei dem 4 Senkrechten drin sind, damit wir 3 einzelne Kammern im Inneren haben. Da kann das Ganze recht schnell verwirrend werden, aber ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich es gemacht habe, damit ich hoffentlich alles richtig mache. Ich habe mir die Teile seitlich aufgelegt und habe sie dann von links nach rechts einmal beschriftet. Ich zeige es euch. Hier soll links eine Türe drankommen, das heißt, wir brauchen hier 2 Bohrungen für die Kreuzplatte. Und hier mittig, wo dieses Kreuz ist, haben wir einmal die Markierung, wo einmal eine Lochreihe hin soll, damit wir noch einen Einlegeboden reinlegen können. Und danach klappe ich einfach jedes Stück weiter. Dort habe ich mir dann entsprechend die Unterseite markiert, damit ich immer meinen Anschlag weiß. Hier kommt zum Beispiel noch eine Lochreihe hin. Und ganz bei dem letzten Stück, ihr seht mich gar nicht, ne? Und ganz bei dem letzten Stück kommt halt eben auch noch einmal auf die Seite jeweils 2 Bohrungen für die Kreuzplatte. Als nächstes müssen wir 2 Fräser entfernen, weil jetzt brauchen wir nur noch 2 Löcher für die Kreuzplatte. Seht ihr hier die Vorrichtung? Das war ein Projekt aus dem vergangenen Video. Die werden wir jetzt benutzen. Ich habe mir aber überlegt, weil da wirklich sehr, sehr viele geschrieben haben und haben gemeint, hey, die macht gar keinen Sinn, dass ich das in einem separaten Video noch mal ein bisschen erklären werde, was halt eben so geil ist. Ich werde euch jetzt einfach zeigen, wie ich das Teil benutze. Ich habe meine Markierung gesetzt und das können wir jetzt einmal festspannen. Ihr merkt, ich gebe gerade extra mal so bewusst ein bisschen Gas, weil sonst wird das alles ein bisschen knapp, dass der Leim noch entsprechend abbindet, beziehungsweise der ist dann abgebunden, aber wir haben noch nichts verpresst. Deswegen mache ich jetzt einfach mal ein bisschen hin. Ne? Ich habe mir auch teilweise ein bisschen mit ein paar Druckluftnägeln oben noch beholfen, damit die Teile halten. Jetzt einmal schauen, dass alles bündig ist. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt kommt hier ein bisschen Holzleim und die Rückwand drauf, damit das Ganze auch schön rechtwinklig ist und noch mal ein bisschen stabiler wird. Ah.
In der Vergangenheit habe ich euch ja schon ein bisschen öfters gezeigt, wie ich hier die Topfbänder montiere, dass das halt eben funktioniert. Heute machen wir es ein bisschen anders. Heute werde ich eine Maschine benutzen. Vorher habe ich immer so eine leere benutzt. Ich will aber nicht so viel Kleinwerkzeug immer aus den Schubladen rausholen, wenn es dafür eine stationäre Maschine hier in der Werkstatt gibt, die das halt eben übernehmen kann. Hier die erste Neuerung. Ich klappe meine Türe 180 Grad auf und markiere mir die Position hier an dieser Seite. Danach schnappe ich mir hier so einen umlaufenden Winkel. Den kann man hierfür wirklich wunderbar benutzen. Und dann ziehe ich mir den Strich hier oben auf die Platte. Die Tiefen muss ich nicht bestimmen, das macht die Maschine. Es geht nur um die seitliche Breitenbestimmung. Warum habe ich bis dato die Löcher nicht an der Systembohrmaschine gebohrt? Eigentlich ganz simpel, bei einer beschichteten Spanplatte ist mir das immer ein bisschen stramm vorgekommen. Da hatte ich die Vermutung, dass der Bohrer neben mir so scharf ist. Bei MDF funktioniert das wirklich butterweich, deswegen mal was an der Maschine. Ich richte das jetzt erst einmal mit dem Auge aus, dann fahre ich langsam runter. Und das hat gepasst, deswegen kann ich weiter bohren. Das passt jetzt nicht ganz, deswegen schiebe ich das Brett einfach diese 4 mm weiter rüber. Zack. Ab hier ist es wieder ein bisschen simpler. Topfbänder hier drauflegen. Einmal vorne ausrichten, da nehme ich immer ganz gerne einen Winkel. Und danach können wir mit dem Zentrierbohrer einfach ein bisschen anbohren, damit unsere Schraube später mittig bei dem Topfband sitzt. Jetzt können wir montieren. So, ich ziehe mir mal das Ganze nach vorne. Jetzt prüfen wir es mal. Ah, noch nicht perfekt. Noch nicht perfekt. Die Fronten habe ich jetzt einmal ziemlich genau eingestellt, so wie sie später auch eingestellt werden, wenn das Ganze an Ort und Stelle ist. Das hat auch einen folgenden Grund. Ich möchte jetzt das Maß von den Schubladenblenden mir hier rausnehmen, damit ich die als auch mal komplett fertigen kann, dass wenn später der Lack drauf kommt, alles in einem Wisch halt eben funktioniert. Normalerweise mache ich es immer andersrum. Die Schubladen würden jetzt reinkommen. Ich würde die Schubladenfronten einmal montieren und dann würde ich es halt eben nochmal demontieren. Weil ich hier aber ein bisschen Zeit sparen möchte, messen wir hier einmal alles aus. Wir werden hier die Breiten von den unteren Schubladenfronten bzw. von den Was ist das? Schublade? Das ist keine Schublade. Ah, Tür ist das. Wir werden einmal die genauen Breiten von den Türen hier unten abnehmen. Die Höhe werden wir uns jetzt hier rausmessen. Und dann können wir die im Prinzip schon komplett fertig machen. In der Theorie. Schauen wir mal, ob es in der Praxis funktioniert. Hinten haben wir noch eine kleine Ungenauigkeit. Da machen wir jetzt den Spezialpfuschertrick. Das werden wir einmal ausspachteln. Eine Sache wird hier an dieser Stelle, bevor der Lack drauf kommt, sehr, sehr wichtig. Und zwar ist das die Kantenbearbeitung. Wir haben keine Kundierkante in Form eines Anleimers drauf, wir haben die pure Kante. Damit die später schick aussieht, müssen wir die ein bisschen schleifen. Mir wurde zwar empfohlen, das mit 180 zu schleifen. Ich schleife die Kanten aber tatsächlich mit einer 80er Körnung. Das funktioniert auch ganz gut. Man muss halt eben nur am Anfang, wenn man Farbe drauf gibt, die Kanten als erstes bearbeiten, damit die bei der ersten Ladung direkt zwei Ladungen bekommen, weil die saugen wirklich sehr, sehr extrem. So Leute, wir können jetzt mal die erste Schicht Lack draufpacken, damit die über Nacht trocknen kann. Jetzt wollen wir aber nach dieser ganzen Plattenschlacht noch ein bisschen Massivholz verarbeiten und da werden wir uns jetzt mal ein paar Bohlen aussuchen. 140 cm. Storytime, ich habe mich mal mit einem Schreinermeister unterhalten und er hat irgendwann mal so am Rande gesagt, ja, find mal einen, der heute noch mit Massivholz arbeiten will. Jetzt werden wahrscheinlich viele aufschreien und sagen, Massivholz, da will jeder mit arbeiten, aber das ist das, was er mir gesagt hat. Anscheinend gibt es viele Schreiner draußen, die tatsächlich lieber mit Plattenmaterial arbeiten, wie mit so einer schweren Blockware, weil halt Plattenware einfach, man kommt schneller zum Ergebnis und es ist an vielen Punkten ein bisschen simpler, weil man halt eben nicht immer erstmal das Plattenmaterial in Form von Massivholz herstellen muss. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Arbeitskollegen habt, die sagen, ja, Massivholz ist geil, für mich selber mache ich das auch gerne, aber so für einen Kundenauftrag finde ich Plattenware besser. Würde mich maximal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Hier aus der Bohle werden wir unsere Stücke rausschneiden und die lenken wir jetzt erstmal grob ab, würde ich sagen. Musik.
Ich habe ja das Glück, dass ich hier eine Rahmenpresse habe. Da kommt übrigens ungefähr in 2 Wochen der erste offizielle Tester an. Wir haben es übrigens jetzt auch so umgesetzt, dass man hier diese Presseeinheiten verrollen kann. Also richtig geil, beidseitig nutzbar. Mit bald ein Video zu kommen, wie wir den ersten Prototyp bauen. Dann seht ihr auch mal den Typen, der das Teil geleitet hat in der Projektplanung. Aber alles Weitere seht ihr dann halt eben dann. Ich gebe jetzt einfach jeweils eine Ladung Holzleim mittig auf die Bohle. Und das sollte dann auch eigentlich schon ausreichen. Leute, es ist zu einem richtig dummen Fehler meinerseits gekommen. Ich will euch den Fehler einmal zeigen, damit ihr den zu Hause nicht macht. Bei solchen Projekten hier für die Werkstatt challenge ich mich gerne mal selber. Und in dem Fall habe ich die Schubladen gebaut, wie so viele Male zuvor, und habe das nicht irgendwie kontrolliert, ob sie hier reinpassen. Ich habe die Maße vom Plan kontrolliert und das hat auch alles soweit wirklich gut gepasst. Das ist alles wirklich auf Millimeter genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns das hier anschauen, seht ihr, die Schublade passt nicht rein. Das hat tatsächlich 2 Gründe. Ich will es euch einmal kurz sagen, damit ihr das auch vielleicht mal auf dem Schirm habt. Für euch einmal zum Ablauf. Wie bin ich denn vorgegangen, als ich das Ganze geplant habe? Also, ich hatte genau diesen Auszug in meinem Büro liegen und den habe ich mir geschnappt und habe einmal die Breite gemessen, um einmal die Breite meiner Schublade und das dazugehörige Maß links und rechts halt eben zu ermitteln. 12 mm, knappe 12 mm. Also, was habe ich gemacht? Da war nämlich schon der erste Fehler. Ich habe offensichtlich... Ich habe es ja irgendwie vor 5 Wochen geplant, deswegen weiß ich es nicht mehr. Ich habe 12 mm Luft eingeplant. Wenn ihr solche Auszüge hier verbaut, würde ich in Zukunft, ich bin noch nicht so genau sicher, was da das perfekt Richtige ist, wie viel man einplanen sollte, da würde ich definitiv 1 mm einplanen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das hier anschauen und wir ein bisschen Druck drauf geben, sind wir bei 11,5 mm. Das bedeutet, links und rechts zusammen hätten wir ja 1 mm Luft, wenn das ein bisschen Druck abbekommt. Aber wo ist jetzt das Problem? Das Problem liegt jetzt hier. Ich hatte noch ein paar Hettich-Auszüge und ich habe das Ganze verbaut und ich wollte das Ganze reinschieben. Und dann merke ich, das passt nicht so richtig. Aber nur so auf den letzten 8 cm, da habe ich mal geprüft, ob halt eben mein Korpus vielleicht hinten aus dem Winkel rausläuft. Das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Das passt auch ganz, ganz exakt. Und dann habe ich mir mal den Auszug vorgenommen und habe gemessen. Und dann sehe ich schon, oh, da sind wir schon bei 12,5. Das bedeutet 0,5 plus 0,5, 1 mm breiter als unsere Schublade. Das bedeutet, wir haben 1 mm zu wenig Luft. Super ärgerlich. Aber das hier ist quasi für mich immer sowas wie eine heiße Herdplatte. Ich mache das einmal richtig falsch, damit es auch richtig viel Arbeit ist, um diesen Fehler auszubessern, damit ich es dann beim nächsten Projekt hoffentlich noch weiß und den blöden, dummen Fehler nicht nochmal mache. Ich könnte mich jetzt natürlich super lange aufregen, könnte sagen, oh, das ist alles so kacke. Oder wir schauen uns mal ganz objektiv an, was für Möglichkeiten wir haben, um diesen Fehler halt eben zu beheben. Lösungsvorschlag Nummer 1. Natürlich könnten wir die komplette Schublade nochmal neu bauen, was für mich aber persönlich komplett wegfällt, weil dafür lohnt sich dieser Aufwand halt eben nicht. Es ist immer noch ein Werkstattmöbel, das ist ja ein Übungsprojekt und ein Übungsprojekt ist dafür gedacht, dass man halt auch eben Fehler einbaut, um hoffentlich beim nächsten Projekt diesen Fehler nicht mehr zu machen. Deswegen fällt der erste Lösungsansatz für mich mal komplett weg. Ansatz Nummer 2, okay, wir haben zu wenig Luft, also könnten wir hier im Prinzip im Korpus ein bisschen was wegfräsen. Funktioniert in dem Fall auch nicht so gescheit, weil wir mit der Oberfräse nicht gut hinten an das letzte Stück kommen, weil wir da nicht genug Luft haben. Das wäre aber die gescheiteste Lösung, weil man würde das nicht sonderlich sehen. Lösungsmöglichkeit Nummer 3, was wir auch heute machen werden, ist hier eine Fräsung vorzunehmen, damit wir mehr Luft gestalten können. Das ist wirklich nicht galant, das wird man später sehen. Vor allen Dingen, ich werde da jeden Tag drauf schauen, aber wie gesagt, es ist ein Übungsstück, ich kann damit leben, denn eine große Sache, da bin ich sowieso nicht so zufrieden mit diesem kompletten Projekt. Aber nichtsdestotrotz Übungsprojekt, deswegen ist das okay. Ihr werdet sicherlich wissen wollen, womit bin ich denn nicht so zufrieden. Das sieht doch eigentlich alles ganz schick aus, auf der Kamera vielleicht. Aber wenn man sich die Oberfläche mal genau anschaut, dann sieht man tatsächlich immer noch, dass die Grundstruktur des MDFs durchkommt. Ich habe hier ein Fillermaterial benutzt, das ist ein 4-in-1-Lack gewesen, bedeutet, nach Absprache wurde mir gesagt, du kannst diesen Decklack auch als Grundierung benutzen. Das sind jetzt insgesamt 3 Schichten hier drauf mit einem entsprechenden Zwischenschliff, aber nichtsdestotrotz hat es doch nicht so gut funktioniert. Gerade zum Thema Schleifen, okay, ich habe es mit 120 geschliffen, ich habe es auch mit einem feineren Korn an den Schubladen geschliffen, da war es ein bisschen besser, aber auch nicht so richtig gut. Also glaube ich nicht, dass es nur der fehlende oder der falsche Zwischenschliff war mit einem zu groben Korn, was hier das Problem ausmacht. Ich bekomme es hier, glaube ich, so grob auf die Kamera. Man sieht da immer noch so die MDF-Struktur. Ist nicht so geil. Also es sieht gut aus,
aber es ist nicht perfekt. Nach Gesprächen, weil ich will ja immer besser werden, haben mir einige geschrieben, hey Philipp, benutze doch einfach eine MDF-Platte mit Grundierfolie. Das stimmt, die ist dann vorgrundiert. Das ist dann von der Oberfläche, würde ich mal sagen, ähnlich wie eine furnierte Spanplatte. Aber dass er halt eben eine MDF-Platte ist und die vorgrundiert bzw. foliert ist. Aber in dem Fall muss ich sagen, finde ich das rohe MDF trotzdem nochmal einen Ticken cooler, weil es für mich persönlich ein bisschen universell einsetzbarer ist. Ich kann es ölen, ich habe Einplattenmaterial für alles. Theoretisch kann man es ja lackieren, wenn das mit der Oberfläche passt. Und vor allen Dingen der relevante Punkt ist, man kann hier oben an diesen Stellen, kann man die Flächen theoretisch auch ohne Flachdübel verleimen. Das hält. MDF verleimt ist eigentlich eine coole Verbindung, wenn man das halt eben nicht rumknackt. Bei einer vorgrundierten Folie oder MDF-Platte würde das eben nicht mehr funktionieren, weswegen ich eine vorgrundierte Platte erstmal nicht bestellen möchte. Ganz, ganz viel Input. Wir müssen uns um dieses Problem kümmern, aber wir dürfen natürlich nicht das große ganze Projekt aus den Augen lassen, denn es macht jetzt gar keinen Sinn, das hier als erstes zu machen. Es macht viel mehr Sinn, als erstes die Oberfläche zu machen, weil da muss sowieso noch Öl drauf und das Öl braucht ein bisschen Zeit, damit das einwirken kann. Boah, ich bin noch ein bisschen krank. Das bedeutet hier diese schöne Platte, die wir gestern noch verleimt haben, werden wir jetzt als erstes fertig bearbeiten, damit wie gesagt der Öl darauf entsprechend trocknen kann und wir dann in der Zwischenzeit unseren Fehler ausmerzen können, denn das hier macht jetzt in der Reihenfolge für mich mehr Sinn. Und wissen wir, was das Schlimmste an der Geschichte ist? Nicht das Problemchen da, sondern dass mein Langbandschleifer noch nicht an den Strom und noch nicht an die Absauganlage angeschlossen ist. Das bedeutet, das Schleifen macht heute nicht so viel Spaß. Dreimal abgeschnitten und noch immer zu kurz. Ich bin ein bisschen blöd heute, deswegen habe ich meinen Seitenteil zu schmal geschnitten. Da kommt ja noch eine Blende vorne drauf, weswegen dieses Stück jetzt zu schmal ist. Ich habe es gerade abgeschnitten, jetzt leime ich es nochmal dran. Und da haben wir auch endlich Zeit, uns um die Schubladen zu kümmern. Den Fehler mache ich jetzt aber hinter der Kamera weg. Also, Fehler erkannt, Fehler gebannt. Was mich halt hier eben beruhigt, ist, dass im Prinzip alles andere, bis auf diesen Zeichnungsfehler, alles gepasst hat. Jetzt weiß ich, okay, jede Seite 1,5 bis 2 mm Luft einplanen und dann flutscht das halt. Ich probiere mal gerade noch was aus, denn ich habe jetzt übel auf dem MDF solche Flecken, weil diese Auszüge sind natürlich immer ein bisschen geölt. Ich probiere mal das zu reinigen, weil das habe ich selbst auch noch nicht gehabt. Deswegen schauen wir mal, ob wir das auch wieder sauber bekommen. Erste gute Sache, wir haben das Ganze sauber bekommen. Zweite schlechte Sache ist, das Ganze hatte Übernachtzeit zu trocknen, aber ich habe jetzt schon direkt weiße Spuren hier in meinem Putzlappen und ich weiß halt nicht, wie alltagstauglich das ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, dieser ganze Hype mit diesen wasserbasierten Lacken, irgendwie, das ist nicht meins. Das ist alles nicht so das Wahre, habe ich das Gefühl. Oder ich bin zu blöd, es zu verarbeiten. So, dann montieren wir mal die Türen. Wenigstens eine Sache, die noch funktioniert. Der Aufbau war ein bisschen öde, vor allen Dingen das Aufräumen, deswegen zeige ich euch jetzt mal das fertige Ergebnis. So Leute, das Projekt hier heute war super, super turbulent, weil so viel dazwischen gekommen ist. Aber ich muss sagen, als erstes Übungsprojekt, um aus so einem günstigen Material wie MDF so was Schickes hier zu bauen, was halt auch eben einfach ja, praktikabel ist, ist vollkommen okay. Ich bin maximal happy, ich habe wieder einiges dazugelernt, denn darum geht es dann schließlich. Denn darum geht es ja schließlich. Leute, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.